So, willkommen zurück bei Tales of Phantasia. Letztes Mal sind wir hier in der Kanalisation stehen geblieben. Hatten Mint bekommen. Da. Sie ist ja die Heilerin. Und ich würde sagen, wir machen uns diesmal auf, jetzt weiter auf dem Mikrofon. Soll hier setzt die Musik aus. Nett. Wir versuchen jetzt erstmal hier rauszukommen. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich scheine nicht raus aus Semi-Auto zu kommen. Naja, kann man nichts machen. So wichtig, so tragisch ist das jetzt auch nicht. Ich denke mal, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Na komm. Oh nee, ich bin vergiftet. Ja, ist gut. Drecksgift. Mint, du kannst auch ab und zu mal heilen, ne? Irgendwie habe ich davon gar nichts mitbekommen. Hast du schon... Ah, du hast nur First Aid. Hm. Haben wir ein Item? Hm, nein. Da dachte ich... Stimmt. Da habe ich noch gesagt, Gegengift, wer braucht das schon? Na super. Das wird... wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich Game Over gehe. Wenn ich Pech habe. Ein Käferbär. Na. Bam! Mint! Mach was! Jetzt steh halt blöd rum. Oh, guck mal, sie hat geschlagen. Eieiei. Also das Gift setzt uns echt übel zu. Ich werde jetzt nach jedem Kampf ein First Aid brauchen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass ich... Oh ja, ich... Nee, okay. Ich hoffe, dass ich wirklich mal früher oder später irgendwas droppe. Wobei, kann ich vielleicht was kochen? Vergiftung geheilt. Oh. Gut. Reisbällchen for the win. Also merkt euch das, wenn ihr irgendwann mal vergiftet seid, einfach Reisbällchen essen. Wow. Dafür bin ich extra nochmal zurückgekommen. Ey, ich wollte nur gucken, ob ich da was verpasst habe. Naja, immerhin kam kein Kampf. Sieht so. Nee, das sieht richtig aus. Ich will erst recht sein. Oh, so viele Wege. Ah, noch mehr Käferbären. Die Käferbären sind noch frei. Sind relativ harmlos. Na komm. Komm, Chris, du packst das. Ja. Du musst auch zweimal hauen. Ha. Aua. Na komm, stirb. Oh, ich will selbst blocken können. Das... Ah, das nervt mich so. Naja. Egal, wie gesagt, man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Ah, hier unten haben wir ein Bohnenkraut. Was haben wir hier? Speicherpunkten schon wieder? Okay. Das heißt ein Entengegner. Okay, Swallow Dance ist momentan nicht so praktisch. Aber ich mache ihn trotzdem. Ich stehe ein bisschen... Off-Position, könnte man sagen. Egal. Hat mich ein bisschen HP gekostet. Und Mint? So, castest du überhaupt mal irgendwas? Moment. Du sollst heilen bevorzugen. Ja, kommt, ah ja, hier. Heilen auf Heilsprüche konzentrieren und nicht angreifen. Attacken durch Magie unterstützen, ohne dabei... Okay. Durch Magie unterstützen, kein Einsatz und nicht angreifen und sich selbst schützen. Okay, dann würde ich sagen, passt, heilen. Vielleicht macht sie jetzt mal das, okay. Sah so aus, als hätte sie mich geheilt. Ah, okay, also hier kann man so rum. Das heißt, ich will nochmal den Kampf da machen. Nein, ich möchte möglichst viele Truhen mitnehmen. Ha, lock du nur.
Yes! Komplette Combo getroffen. Awesome. Okay, habt ihr gesehen? Sie hat mal geheilt. Krass, ne? Pat! Dankeschön! Endlich macht sie mal was. Allerdings ist es aktuell noch ziemlich nervig, da sie wenig TP hat. Und ich bin komplett umsonst dahin gelaufen. Geil! Jojo, so mag ich das. Oh Gott, ich klinge heute so, als wäre ich voll gelangweilt. Das ist... Liegt bestimmt daran, dass ich bis vor kurzem noch schlechte Laune hatte. Aber dann dachte ich mir, komm, ja, nimmst du auf, da wird die Laune schon besser, ne? Und dann... Ey, so... Hallo? Hallo? What the fuck? Alter, die haben mich richtig durchgenommen jetzt, ey. Hätte ich den Demon Fang nicht durchbekommen, wäre ich wahrscheinlich sogar, hätte ich sogar sterben können. Ist der Rapier besser? Okay, mein Stechen geht hoch, aber mein Schnitt geht runter. Mach ich mal. Warum hat das Schild nicht ausgerüstet? Hä? Ich habe doch ein Schild gekauft gehabt, oder nicht? Was ich auch ausgerüstet habe, oder... Hä? Bin ich doof? Jetzt mal wirklich... Ich habe doch das Schild ausgerüstet. Ach, egal. Jetzt ist es auf jeden Fall drin. Da ist noch eine Truhe, die will ich haben. Okay. Ich habe ein Schild! Bam! Bam! Na. Aua, aua. Ja, genau. Hilf mir, Mint. Bam! Oh yeah! Wann. Ich muss mal jetzt mal gerade gucken. Grima, ich wieder Level up. Das dauert noch ein bisschen. Niemand kommt hier vorbei! Oh oh. Time for Boss Action. Halt. Nein! Ich bin Semi-Auto. Alter! Alter! Ach, meine Güte, also mit Semi-Auto zu kämpfen ist der Horror. So. Und zack. Okay, die erste Schnecke ist tot. Okay, ich hab ihn. Doch nicht. Okay. So könnte ich ihn eventuell fixieren. Ja! Oh Gott. 41, okay. Wow, der gab viel Geld. Der Teufel. Nee, ich will da als erstes links sein. Auch wenn ich jetzt kurz vorm Tod bin und auch keine TP mehr habe und nichts mehr prinzipiell habe. Ich will diese Truhe haben. Bam! Erstmal deffen. Blocken. Stechen. Ich will blocken. Und stechen. Blocken, stechen. Aber der block halt nicht. Das mag ich halt an Semi-Auto nicht. Weil du nicht blocken kannst. Das ist halt echt unpraktisch, finde ich. Oh, 1000 Gold. Das hat sich gelohnt. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Level Up mit Kress. Erstmal. Nach dem Kampf haben wir auf jeden Fall Level Up. Erstmal. Jawohl. Okay. Blocken. Ja, block doch! Ja, what the fuck? Ich hasse Semi-Auto. Aber, ja, er blockt einfach nicht.
Egal. Nicht aufregen, spielen. Oh, sie hat einen neuen Spruch gelernt. Was hast du? Nein. Was hast du denn gelernt? Oh, Powhammer, cool. Das ist okay, den darfst du machen. Hier sollten wir sicher sein. Wind, pass auf! Ugh. Chris! Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Chris! Halte durch, Chris! Die verfolgen uns bestimmt. Wir sollten von hier verschwinden. Wow, sie ist ganz schön stark. Ich meine, sie sieht jetzt nicht so wie eine aus, die jetzt hier so sonderlich auf Körperkraft baut. Mama, Papa. Oder war das jetzt krass? Hm. Wer weiß. Geht es dir gut? Ihr müsst derjenige sein, der uns geholfen hat. Wo sind wir? In meinem Haus. Ich bin Trenicus D. Morrison und du bist Chris, richtig? Einer deiner Freunde hat mir deinen Namen verraten. Man hat mir auch erzählt, was euch passiert ist. Ich kann mir ein Bild davon machen. Chris, du bist wach. Was für eine Erleichterung. Bitte, Chris, iss das. Du wirst dich gleich viel besser fühlen. Wow, das schmeckt großartig. Das ist unglaublich lecker. Würdest du uns das Rezept verraten? Nun könnt ihr Shabanmushi zubereiten. Okay. Dies hier ist auch für dich. Monsterliste halten. Was ist das? Ich bin sicher, dass du das gut gebrauchen kannst. Warum gehst du nicht ein bisschen nach draußen? Genau, Chris. Warum gehst du nicht nach draußen und schnappst ein bisschen frische Luft? Ne? Genug. In Ordnung. Ja, aber sonst nichts zu tun, ne? Tür. Das hier finde ich im Übrigen. Das mit der Tür hier, das hat dieses alte Spiel teilweise besser geregelt als die neueren Spiele, finde ich. Du gehst hin, hast zwei Frames. Prinzipiell. Eventuell sogar drei. Na, es dürften zwei. Doch, es könnten sogar drei sein. Aber vor allen Dingen, du gehst durch, ist zu. Zack, zu. Und bevor ich überhaupt zu sehen bin, hat er die Tür auf, damit ich hier durchkann. Ich finde, das hat dieses Spiel hier besser geregelt als manch neuere Spiele. Wie kommt man denn in den Raum da rein? Ach, egal. Ach so. Vielleicht gibt's hier ja irgendwas für mich? Nein? Okay. Kann ich auch mitleben. Wo sind wir hier? Wir gucken uns das Haus noch ein bisschen an. Oh, wer bist du denn? Hallo. Meine Freundin hat mir diese Stelle besorgt. Herr Morrison ist einfach traumhaft. Ups, habe ich das gerade laut gesagt? Ja, Frauen. Ich will das Messer haben. Ja, ja. Und wir kommen da raus, okay. So, dann gucken wir mal, wo wir sind. Ein Hund. Wow! Ein Pfeil? Chris, bist du wach? Oh, hey, Chester! Coole Sache. Ich hab dir doch gesagt, dass mir ein Freund deinen Namen verraten hat. Ist dir da nicht dein Licht aufgegangen? Morrison kam in den Ort, nachdem du weg warst. Mit seiner Hilfe dauerte es nicht lange, bis jeder ordentlich beerdigt war. Oh. Aber warum seid ihr in unseren Ort gekommen? Ich habe den Mann mit der schwarzen Rüstung verfolgt. Wenn ich das alles geahnt hätte, hätte ich die Leute retten können. Für Miguel allein war das einfach zu viel. Er konnte nicht einmal Maria retten. Ihr kanntet meine Eltern? Wow, warum spricht ihr so komisch? Ich kannte sie vor langer Zeit. Und du, kleine Lady, ich kannte deine Mutter Meryl auch sehr gut.
Vielleicht sogar besser als du sie kanntest. Meine Mutter. Sowas sagt man jetzt nicht unbedingt. Ich sage einfach mal nichts. Übrigens, Kress. Weißt du irgendwas über den Edelstein, den dein Vater schützte? Nun. Also, er verbreitete ihn in einem Medaillon, verarbeitete, meinte ich natürlich, welches er mir zum Geburtstag schenkte. Hast du es dabei? Es wurde gestohlen. Was? Der Mann in der schwarzen Rüstung nahm mich gefangen und hat es an sich genommen. Warum ist es so wichtig? Das ist eine Katastrophe. Vielleicht ist es bereits zu spät. Mögen die Götter bei uns beistehen. Macht hin, oder ich muss den Part beenden. Ihr drei bleibt hier. Ich muss sofort in die Katakomben. Es geht um den Mann in der schwarzen Rüstung, nicht wahr? Wir kommen mit. Bitte, wir wollen Rache nehmen. Nein, ihr wartet hier. Aha. Bitte. Tut mir leid, aber ihr würdet nur im Weg sein. Wir könnten euch aber auch überraschen. Hast du es jemals geschafft, deinen Vater zu besiegen? Nein. Es tut mir wirklich leid. Wenn euch Kindern etwas zustoßen würde, könnte ich euren Eltern im nächsten Leben niemals in die Augen sehen. Bitte tut, was ich sage. Und was machen wir jetzt? Speichern, Part beenden? Du hast gehört, was Morrison gesagt hat, aber ich kann hier nicht einfach sitzen und abwarten. Ich auch nicht. Was ist mit dir? Kress? Egal, ich beende das jetzt einfach hier. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.